volle Lotte, volle Kanne, volle Dröhnung. Das Sportwochenende auf deinem Hauptstadtsender, diesmal exzessiver als jeder Clubbesuch. Das gute alte Spree-Athen ja nicht nur berühmt, berüchtigt für wummernde Bässe. Berlin ist auch die Sportmetropole des Landes und macht diesem Ruf wieder mal alle Ehre. Mit der Berlin Sports Week, initiiert von der Hauptstadtkampagne Be Berlin und Berlin Partner, reist ihr eine Woche lang um die Berliner Sportwelt. Wir halten euch natürlich jeden Tag auf dem Laufenden. Am Wochenende starten die ersten Events. Eins davon ist ein ganz besonderer Augenschmaus bei dem 15. Berlin Masters der rhythmischen Sportgymnastik. Turnt neben einem hochklassigen internationalen Starterfeld auch die komplette deutsche Nationalmannschaft. Ladies gibt's auch beim Berliner Hockeyclub. Die Mädels vom BHC haben die Playoffs zwar bereits verpasst, gegen den Mannheimer HC soll trotzdem nochmal richtig der Baum brennen. Doch das war's noch lange nicht. Beim Olympischen Sportclub gibt's die doppelte Portion Tischtennis. Das Jubiläumsturnier zum 125-jährigen Bestehen des OSC bietet an zwei Tagen unzählige Matches. Genauso ehrgeizig, aber deutlich kontaktfreudiger sind die kleinen Judoka. Im Sportforum Hohenschönhausen fighten die 9- bis 13-jährigen Rabauken ihre Berliner Meister aus. Und einen haben wir noch im Köcher, die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der Leichtathletik. Die sind der erste Schritt zu den Deutschen, also auch ganz, ganz wichtig. So, nun kocht euch noch schnell einen Kaffee, holt euch einen Energiedrink oder macht einfach ein großes Nickerchen. An diesem Wochenende gibt's statt Schlaf jede Menge Sport auf die Augen. Hauptstadt Sport TV, klickt rein.